Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Ben und ich freue mich, euch zu einer weiteren Folge Gnome Moria begrüßen zu dürfen. Ihr kommt gerade richtig, ich hau mal schnell auf die Leertaste, denn es regnet und unsere Getränke sind leer. Verdammter Mist. Boah, woran liegt's? Ja, natürlich daran, dass unser Koch nicht nachkommt mit der Getränkeproduktion. Denn genug Früchte sollten wir haben. Wir können mal kurz nachschauen in unserer Stockpile, in unserer Übersicht. Gut. Wo finden wir die? Wo finden wir die? Hier unten bei Food. Und dann natürlich die hier. 82. Ja, also unser kompletter Nahrungsvorrat hier besteht eigentlich nur aus Früchten. Was machen wir? Nix, würde ich sagen. Denn wir haben ja zum Glück relativ zu Beginn schon einen Brunnen gebaut. Und mit dem können sich unsere Gnome dann noch über Wasser halten. Bis der Gnomen-Nachschub kommt, der müsste ja demnächst kommen. Wir sind schon beim achten Tag im Herbst. Ja, Fall, Herbst, genau. Und ja, ist zwar nicht die effektivste Methode, mit diesem Brunnen zu arbeiten, aber es sollte funktionieren. Und sobald unsere Gnome anfangen, sich über einen trockenen Hals zu beschweren, müssen wir zusehen, dass wir irgendwie Abhilfe schaffen. Eventuell kurze Zeit mal hier. Das könnte ich. Ja, komm, komm, das mache ich sowieso. Komm. Sicher ist sicher. Ich sag hier einfach. Drum, 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 drum. Ihr trainiert mir nur morgens und macht den Rest des Tages frei. So, und dann haben sie nämlich mehr Zeit zum Produzieren. Und dann dürfte sich das hier auch nochmal ein bisschen ausgleichen. Hoffentlich wohlgemerkt. Was eventuell auch noch eine gute Idee wäre. Ah, schade, das ist gerade. Ja. Wenn ich davon spreche, wird's Nacht. Perfekt. Sobald es wieder morgen ist, schreit ihr bitte ganz laut, dann werden wir hier, genau, hier kurz mal foragen, bis hier hinten alle Äpfel und alle, was waren das hier nochmal? Orangen, genau. Die Äpfel hier können wir eventuell auch noch mitnehmen, dass wir hier unseren Stockpile mal ein bisschen aufpolstern und dann dementsprechend auch ordentlich Gas geben können. So, ich setze hier meinen neuen Shotcut. Wir sehen, sie haben während meinem Gelabere jetzt schon ein bisschen hier abgegraben. Wir haben hier, wie wir schon gesehen hatten, unsere Kupfererzader, die sich hier komplett durchschlängelt, mit ein bisschen durchzogen von Kohle. Was hier hinten denn rauskommt, müssen wir dann noch sehen. Mir fällt gerade auf, ich könnte hier den Weg mal noch ein gutes bisschen abkürzen, indem ich hier einfach gnadenlos quer durchziehe, bis hierhin etwa. Wir brauchen eine Wand. Na, können wir mal, dann machen wir hier. Wenn ich es schon so weit gezogen habe, dann sieht es auch gut aus. Passt. Und dann fange ich wieder an mit Fackel platzieren, während ihr den Gnomen ein bisschen beim Wuseln zuschauen könnt. Wood? Pillar? Nein, Pillar ist falsch. Pillar ist falsch, keine Säule. Jetzt, wo bin ich denn hier? Torch. Genau, 30 Stück haben wir wieder. Sehr gut. Nummer 1 setze ich hier hin. Dann eine hier hin. Hierhin und dahin, dahin, dann eine hierhin. Oh Gott, das ist kompliziert hier mit den blöden Fackeln. Könnte gut sein, dass wir noch einen dazwischen setzen müssen, weil die hier so bescheiden verwinkelt sind, diese ganzen Gästchen hier. So, eine hierhin. So, 10 Stück etwa. So. Läuft es noch? Okay, es läuft noch weiter. Das schlafen alle gerade. Ich hab mich gerade gewundert, warum es so ruhig ist. Hier. Und natürlich dann an den entsprechenden Stellen hier. Hier. Und das war's dann auch schon wieder. Ja. Ah, deshalb ist es so ruhig. Sie haben sich hinterher rumgeschlichen, die Säcke. Furniture. Apropos Säcke. Störung 1. Hat es denn etwas gebracht, hier ein Fass hinzustellen? Nein. Hat es etwas gebracht, hier ein Säckchen hinzustellen? Ja. Was ist drin? Cotton. Ja, okay, wir müssen mehr Säckchen produzieren. Bild. Oder wisst ihr was? Wir gehen einfach hin und sagen unserer Baumwollplantage, das ist glaube ich die hier, genau. Das sagen wir mal kurz hier. Hör du mal auf zu arbeiten, wir brauchen dich gerade nicht. Das hier kann weiterarbeiten, das hier, das hier, das hier und das hier alles auch. Passt, passt, passt. Aber wir haben jetzt wie gesagt hier tonnenweise Baumwolle. Das brauchen wir vorerst, können wir vorerst mal alles gemütlich abarbeiten. Wir sehen auch unser. Ah, Tag. Ist es Tag? Ich schaue nochmal schnell nach. Ist es wirklich Tag? Ja, okay. Unser Trinken hat sich ein bisschen normalisiert, sind auf 16 hochgekrochen. Dafür ist unser Foodstock jetzt in den Keller gestürzt.
Also schnell 0, 0, 0, 0. 2, nicht 1. 2, 8 müsste es sein. Forage, ja. Und dann ziehen wir einmal von hier unten zip, quer drüber nach hier oben. Nehmen alles mit, was wir kriegen können. Zack. Und dasselbe Spiel. Wer weiß, was hier draußen rumkreucht und fleucht. Das ist immer ein bisschen zu heikel. Wir lassen es mal bei dem hier. Das sollte uns genug geben. So, keine Ahnung, auf 150 oder so anheben. Grob geschätzt. Wir haben unsere Leute wieder genug zu beißen und genug zu... Oh, da ist der Bär. Da ist der Bär. Genug zu beißen und genug zu trinken, hoffentlich. Apropos, was macht unser Rüstungsschmied? Der ist immer noch bei den Armorplatten. Mhm. Hat noch keinen Helm, noch keine Brustplatte und noch nichts sonst. Oh, doch. Er hat schon mit den, was ist das hier, Armschuhen angefangen. Ne, Handschuhen. Handschuhen, da müssen unsere Leute, müssen unsere Jungs schon Handschuhe tragen. Boah, jetzt sind sie gerade abgehauen. Typisch. Wo sind sie hin? Zeigt euch, da. Und Pause. Sehen wir was? Könnte sein, ne? Wir schauen mal nach. Er trägt, tada, einen Handschuh, wohlgemerkt. Und zwar an der rechten Hand, der Handschuh in der linken Hand fehlt noch. Tolle Wurst. Weitermachen. Sehr gut. Sehr, sehr amüsant. Ja. Ihr seht jetzt hier, die kommen auch mit dem Schubkarren, laden hier gleich mehrere Sachen ein und laufen dann... Müssen dann nicht so oft laufen, so rum. Läuft. Sieht gut aus, passt. Wir sehen hier, wir sind schon bei 100 angekommen, haben noch ein gutes Stück vor uns, also kommen wir wahrscheinlich sogar auf 200. Sehr schön. Und der Händler fehlt mir immer noch. Ah, Sauerei. Dann können wir hier mal ein gutes Stück von dem ganzen Kottengedöns hier verkaufen und gegen, was weiß ich, ein paar Yaks eintauschen oder Lamas oder Emus gibt's auch noch. Oder eventuell mal Eisen, wie wär's damit, ha? Könnten wir Eisen produzieren, haha. So, hier schläft alles, hier sieht es schön aufgeräumt aus. Was machen unsere Fackeln, die müssen hier drin sein. Ja, 16 Fackeln haben wir noch, können wir munter hier unten weiter ausleuchten. Ist auch dringend nötig, ne? Ja, komm, wir warten mal, bis hier die Fackeln gesetzt sind, sonst bin ich hier ein bisschen unschlüssig, wo ich weitermachen soll. Doch, cool, wir können hier schon weitermachen. Bild, Furniture, Torch. Ja, sehr schön. 25 sind schon geworden. Nee, habt ihr gesehen? 16 Stück habe ich und 16 Stück war, 25 Stück wäre mal angezeigt, hätte ich, aber wenn ich oben in die Kiste schaue, sehe ich nur 16 Stück, weil eben diese 9 Stück von unseren Gnomen getragen werden. Keine gute Sache das, keine gute Sache das. Eine Fackel muss auf jeden Fall hier hin. Nee, eigentlich gar nicht hierhin. Hierhin würde ich sogar sagen eher. Und dann können wir... Ups, da ist meine Maus wieder rausgeklitscht. Eine noch hier hinstellen. Und dann sollten die drei Fackeln den Raum hier ausleuchten. Die hier wird noch gebaut. Ah, oh, muss ich jetzt wirklich ganz da hinten eine hinstellen. Nee, konnte man einfach zu. Bild, Terrain, Wall, Stone, Marble und zu damit. Liegt hier noch irgendwas Interessantes? Nee, ne? Ich sehe nichts mehr. Ah, Kohle. Schlecht, schlecht, schlecht. Sekunde. XXXXX. Nee, 0000. 8. Abbrechen und dann hier zuerst sagen: Clean Floor. Dass wir hier zuerst mal alles sauber machen sollen. Die Jungs. So, die Fackel ist gesetzt, die Fackel ist gesetzt. Jetzt sehen wir wieder hier diesen blöden. Ja. So. Die Fackel wird gerade gesetzt, dann leuchtet das auch hier schön aus. Okay, die auch. Perfekt, so muss das sein. Läuft. Habe ich mein Dunkel hier überhaupt an, mein Dunkelindikator? Ja, da ist er. Also, Bild, Furniture, Torch, Fackel und los. Okay, das ist ein langer Gang. Da stellen wir also eine Fackel hier hin. Und schauen danach, wie sich das nachher hier ausleuchtet. Ob sich das hier nachher ausleuchtet. Dann eine hier hin. Die übernimmt dann mit der Fackel hier vorne das. Und dann können wir mal schauen, ob wir... Ne, da war aber noch ein bisschen mit. Eine muss auf jeden Fall hier hin. Die übernimmt dann den hier und ein bisschen hiervon. Eine hier noch hin.
Und ihr grabt hier munter weiter. Wow. Von der schnellen Truppe, meine Jungs und Mädels. Die wird gerade gesetzt. Oder? Mal schauen. Das hier wird bearbeitet. Ja, sehr schön. Sehr schön, sehr schön. Läuft. Los. Produziert schneller, ihr Schweine. Ihr Lahmärsche. Faulen Hunde. Oh, shit. Da hat sich ja der... Nee, ist nur dunkel, oder? Ja. Hidden? Ja, Marvel, Gott. Schockschwere Neu. Ich dachte schon, da hätte sich der Stein geändert. Aber es ist nur der dunkle Stein. Der unbeleuchtete Marmor ist so schön grau. Wir haben jetzt auch übrigens genug Materialien zur Hand, dass wir nachher unsere ganzen... Hoppala, was ist denn hier passiert? Ein Goblin ist gestorben. Tja, mein lieber Goblin, ich würde mal kurz mutmaßen, du bist in einen Bär reingelaufen, ha? Könnte gut hinkommen, oder? Der Bär ist ja irgendwann mal hier rumgekreuscht und gefleuscht, ist nach hier gewandert. Und eventuell hatten dann da einen Goblin gefunden. Überraschung! Und wir sehen, genau 200 Food passt perfekt. Habe ich gut geschätzt, oder? Wir sind beim 10. Herbsttag angekommen. Es kommt also eventuell gleich Gnomen-Nachschub. Können wir uns endlich über einen Koch freuen, der das Ganze mal hier in die Hand nimmt. Fachmännisch in die Hand nimmt. Wir müssen uns aber trotzdem zuerst noch weiter um unsere Beleuchtung kümmern. So, Fackeln. Weiter geht's. Opa, Angriff. Fackel aus der Hand legen. Und jetzt wird's interessant. Ihr habt tatsächlich noch die letzten Minuten der Folge. Werden wir jetzt noch schnell schauen gehen, wo sich unsere Jungs rumtreiben. Shit, Population. Assign. Knoll Dart. Cleaning Floor, perfekt. Der eine ist schon da. Twebble. Der craftet Items. Der müsste auch gleich angerannt kommen. Und ich glaube... Fizzlet, der craftet auch Items. Perfekt. Sind alle drei wach? Wir haben also gute Chancen, diesen Angriff zu überleben. Ein Fighter und ein Raider. Wir schauen uns die mal nochmal schnell an. Der Fighter hat so lala Skills. Der hat kaum was über 10. 1, 2, 3, 4 über 10. Und was hat der Raider? Ist der besser oder schlechter? Der ist schlechter. Das ist sehr schön. Also wir merken uns, Raider schlechter als Fighter. Sehr gut. Und dann sagen wir hier bei beiden. Attack. All Squads und Attack All Squads. Und los geht's, würde ich sagen. Huah! Die kommen jetzt natürlich zuerst nicht durch unsere Tür durch. Die Tür hat... Ich sehe schon Blut. Die Tür hat eine bestimmte Anzahl an HP und sobald die HP aufgebraucht sind, fällt die Tür um. Fällt nur um, geht nicht kaputt, fällt nur um. Wir können sie also wieder aufbauen. Goblin Blut, das ist gut. Goblin Blut, das ist sehr gut. Weiter geht's. Und ihr seht, das Training hat sich jetzt schon total bezahlbar gemacht. Unsere Leute werden kaum noch getroffen. Wir können, sobald der Kampf vorbei ist, nochmal schnell nachschauen. Da, der erste Goblin ist schon tot. Oh, er hat eine Waffe droppen lassen. Sehr schön. Oh, jetzt kommt noch der Safe. Scheiße. Ah, los. Schlag zu. Ja, sehr schön. Unsere Jungs sind, soweit ich sehe, nicht verletzt. Zumindest mal keine Blutungen. Und wir können jetzt mal schnell schauen, noch als letztes in dieser Folge, was hier gerade passiert ist. Goblin, 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 Goblin. Hä? Okay. Crewfight, der ist es. Schauen wir uns noch kurz an. Kann ich hier größer ziehen? Nein, kann ich nicht. Dann müssen wir so machen. Wir sehen hier... Treffer, Treffer mit gedodged, Treffer zum Boden geworfen. Dann haben wir hier nochmal einen Treffer. Mich interessiert aber eigentlich... Ah, hier. Also man sieht unsere Jungs und unsere Mädels, die dodgen. Goblin Kicks ist gedodged. Goblin Kicks. Oh, das war ein Treffer. Linker Arm durch die Haut. Den Muskel getroffen und den Knochen getroffen. Aber zum Glück nichts Schlimmes passiert. Da haben wir hier, der Goblin hat vorbeigeschlagen. Der interessiert mich auch nicht. Der rechte Fuß blutet. Ist nochmal aufgestanden. Das war der hingefallen war. Da haben wir hier nochmal einen Dodge. Und nochmal hat der Dodge der Goblin, dieses blöde Vieh. Beißt, der beißt wieder, er hat keine Waffe, der beißt, oh, der hat auch getroffen, shit, Lower Body, Smashing, durch die Haut, Abdominalmuskel, das ist, hört sich sehr schmerzhaft an, das hört sich sehr schmerzhaft an, crushing the guts,
Dann hier Poking the Copperhelm. Oh, der hat auf dem Mund was abbekommen. Das ist auch nicht gerade so ohne. Ach, mit dem Kupferschmerz. Au, das tut weh. Das tut weh. Er hat Glück gehabt, dass er am Helm quasi hängen geblieben ist. Was haben wir hier? Rechte Lunge. Uah, brutal. Womit? Mit dem Kupferschild hat Dwessel Bunnel Wasse zugeschlagen. Den offenen Oberkörper durch die Haut. Die Rippe ist gesplittert. Sticht in die rechte Lunge. Hört in der rechten Lunge auf und zerstört die rechte Lunge. Das ist gut. Der hat jetzt Probleme mit dem Atmen und wird jetzt hier früher oder später, da ist er. Nein, der Kopf blutet. Wird früher oder später da. Ringt nach Atem, wird früher oder später ersticken. Das ist genial. Wir sehen hier, gelb ist immer schön gedodged, weiß ist ein Treffer. Dodge und da ist er. Nein, der fällt nochmal hin. Mein Gott, wann erstickt der endlich? Upper Body Bleeding. Drops the One Copper Sword, das ist auch gut. Da hat er gleich mal keine Waffen mehr, macht weniger Schaden. Komm, ich scroll mal ein bisschen schneller. Sonst kriege ich hier wieder Überlänge. Komm, los, scroll. Biased. Linkes. Ja. Knockback. War ein ganz schön aufregender Kampf, ha? Nochmal hingefallen. Ist er einfach schon tot? Nee, oder? Wann ist denn der gestorben? Mein Gott, der hält aber ganz schön lang durch. Linker Arm. Da. Erstickt, gestorben, fertig. Da war es nur noch einer. Da war es nur noch einer. Auf den Boden gestürzt. Die Arterie getroffen. Sehr schön, da ist das Ding, da ist das Blut nur so gespritzt. Aha, der ist auch am an der Lunge oder so irgendwo. Ja, der linke Lungenflügel, sehr schön. Selbes Spiel, linke Lungenflügel und erstickt dann vermutlich auch. Wir schauen kurz nach. Ja, erstickt. Also unsere Jungs sind noch so schlecht, dass sie es nicht schaffen, die Gnome durch Schaden zu töten, sondern eher so passiv durch dieses Ersticken oder Verbluten. Naja. Trotzdem überleben unsere Leute und sobald unser Rüstungsschmied hier auch mal ein bisschen vorangegangen ist, noch ein bisschen Gas gegeben hat, diese ganzen Armor-Plates gecraftet hat, sollten wir auch weniger Schaden, weit weniger Schaden einstecken und deutlich sicherer leben. Wieder einmal bedanke ich mich demnach an dieser Stelle bei euch für euer Durchhaltevermögen bis zum Ende. Wenn euch die Folge gefallen hat, würde ich mich über eine kleine Aufmerksamkeit in Form eines Kommentars und oder Likes freuen. Und wir sehen uns dann das nächste Mal, wahrscheinlich nicht mehr mit dem Spiel Deutschland versus USA im Hintergrund. Also, ciao, ciao, euer Ben.